Und wieder gibt's neue Event-Level hier bei Super Mario Maker. Wir kommen einfach nicht dazu, die Herausforderung zu spielen. Ja, aber es gibt nur eins und das ist diese Anime-Figur, von der ich letztens sprach. Ich, wie gesagt, kenne gar nichts von der Person. Eine ganz süße Figur, muss ich sagen. Sie ähnelt Hatsune Miku, ist es aber nicht. Sie trägt auch... Lol, wie die sich hinsetzt, ja. Also, das ist halt das neueste Kostüm. Ich weiß auch nicht, warum gerade Anime-Figuren gerade ein bisschen gepusht werden. Ist da gerade irgendwie so ein Fest und ja, gerade eben. Ah, Falle. Ja, also, ich glaube, das ist irgendwie... Nicht mal ein Anime, also eine Figur wie halt Hatsune Miku, so eine spezielle Anime-Figur, ein Maskottchen von irgendwas. Und ich find's lustig, wie die Jumpe, Jumpe ruft, wenn's springt. Jumpe. Ja, alles gekriegt, super abgestaubt, wundervoll. Oh, ein Wasserlevel, okay. Oh, oh, warte mal, ist man damit besser? Also schneller? Ja, kontrollierter, okay. Warum denn nicht? So, und wir brauchen Schlüsselmünzen. Ah, auch hier wird das Update wieder sehr gut genutzt, wie scheint. Gefällt mir. Und da haben wir das Schlüsselteil schon. Oder den Schlüssel, besser gesagt. Und können in diese Tür rein. Wundervoll. So, unter Wasser gibt es natürlich auch Flugzeuge, weiß doch jedes Kind, ne? Ja. Oh, und die Stelle ist sehr fies. Was passiert, wenn man mit der Kutsche auf die Donuts fliegt? Okay, nichts Besonderes. Also es ist nicht so schlimm, als würde man jetzt andere Dinge tun. So, jetzt können wir wechseln. Auf eine Flammenkutsche. Oh, und das ist sehr klug gewesen, weil da wären uns Gegner entgegengekommen. Super. Hier kommt noch Feuer, darauf aufpassen. Und wir brauchen wieder einen Schlüssel, den wir auch ganz schnell wieder kriegen. Wundervoll. Ja, unsere Figur war am Anfang ein bisschen laut, jetzt ist sie ein bisschen beruhigt. Sagt nicht mehr viel, wenn sie in dieser Kutsche ist. Hält vermutlich die Luft an, ne? Ja. Oh, Automatik-Level. Ups. Ja, doch. Ist vielleicht doch klug. Ja, Automatik-Level. Lol. Dann zeig mal. Mehr geht nicht. Ne, mehr geht nicht. Okay. Ja, ne, kleine nette Passage. Und jetzt sind wir in New York. Da, warum ist dieses NY dort? Naja, New York ist ein bisschen flach. Jump! Ja, also wenn ihr die Person kennt, die Figur hier oder... Wie cool! Hey, wie cool! Das gefällt mir! Das gefällt mir, Leute! Was? Diagros Band Bros P. Diagros... keine Ahnung. Diagasso. Was steht denn da? Hallo, ich bin Yu Aizaki, der nächste Star unter den Sprecherinnen. Bisher habe ich nur in Japan gearbeitet und dort eine Radiosendung im Nintendo 3DS-Spiel Daigasso Band Bros. P moderiert. Ach so, das kommt aus einem japanischen Spiel, was wir hier nicht kennen. Aber ich finde den Charakter richtig, richtig cool. Ja, würde ich mir mal anschauen, wenn das mal nach Europa käme. Und jetzt, Leute, haben wir genug Zeit, um mal uns wieder mit den offiziellen Baumeister zu begnügen. Scryte machen wir das nächste Mal weiter. Wir wollen jetzt offizielle Bauwerke sehen, und zwar dem Sittich seine Level, die wir alle beide noch nicht geschafft haben. Sperrfeuer. Ja, dann schauen wir mal rein.
Ich weiß jetzt nicht, warum der Sittich. Hat der schwere Level? Das hier hatten wir noch gar nicht gespielt. Mal schauen. Ach nee, nicht schon wieder die Mechanik. Die hat doch Bowser letztens auch. Ja, okay, es ist ein Run. Okay, es ist ein sehr schweres Peacewitch-Run-Level. Ach Gott, wieso Nintendo? Ja, ich wollte den Switch jetzt mal mitnehmen. Ich glaube, das ist auch klug. Oder? Ist es klug? Ja, ich denke schon, ne? Was ist klug? Ah, nee, doch nicht. Okay, rein. Ah, Mist, die Flamme! Die Flamme, die Flamme, die Flamme. The Flame. Die müssen wir noch irgendwie austricksen. Doch wie machen wir das? Wir springen hier hoch. Und wir haben eigentlich genug Zeit. Da ist nur ein doofer Hammerbruch. Da. Ich dachte, da geht's rein, verdammt. Ach, Mann. Das Level kotzt jetzt schon an und ist in der P-Switch-Tür. Wieso ist da eine P-Switch-Tür? Muss man da rein? Das scheint ein richtig böses Level zu werden. Wenn es jetzt zu krass wird, dann würde ich es sogar abbrechen. Ach. Hey. Bin ich nicht safe. Okay, nee, warte. Warte, Schluss. Ich hab keine Lust. Das ist ein Stream-Level. Das können wir. Da können wir uns eine Stunde nehmen und das streamen. Und gut, dass ich das jetzt ansprechen kann. Heute kommt kein Stream, weil wir haben einen Besuch und ja, man weiß ja nie, ob die gerade Bock haben, Wii U zu spielen. Und von daher lasse ich die Stream-Session heute aus. Ich kann aber schon verraten, es werden jetzt in den beiden Wochen, die jetzt folgen, sehr viel gestreamt werden. Also nicht sehr, sehr viel, aber doch so einiges. So, überall Riesen. Und länger. Keine 2 Stunden, sondern vielleicht mal 4 Stunden, wenn es chillig ist. So, und das ist das nächste Level, das von Entwickler stammt. Sieht schon angenehmer aus. Die Größe der Gegner macht uns jetzt nicht wirklich was aus. Ziemlich unbeeindruckt ist der Mario dabei. Und es geht weiter mit einem ziemlich entspannten Level. Der erste P-Switch. Ja, ist es wichtig, in die Tür zu gehen? Ah ja, dann kommt man an den Blooper. Okay. Und dann komm mal her. So. Zack. Machen wir alles kaputt. Ah, da hinten gibt es noch eine Feuerblume. Die nehmen wir uns auch mit. Sehr schön. Yay. Und jetzt hier rein. Alles kaputt machen. Okay, das ist ein Zerstörungslevel. Aha. Ist ja ein Geheimnis. Nö. Irgendwie nicht. Was ist das jetzt? Alles Münzen. Sind wir in Mario Bros. 2? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut, dass wir die Blume eingesammelt haben. Und das sind wir im Ziel. Ich weiß nicht, ob das Level noch Geheimnisse beinhaltet. Ich habe jedenfalls so einiges Konfuses gesehen. Sollte vielleicht nur ablenken, aber... Ah, schlecht war es jetzt nicht, oder? Es war interessant, wir hatten unseren Spaß, von daher gebe ich einen Stern. Und wir beenden. Das wäre der Frosch. Der hat ein neues Level gehabt, ne? Ja. Ja. Radierer. My friend Mr. Bumper. Oh Gott. Allein der Titel und das Thumbnail. Zum Götzen. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Weil sonst haben wir ein großes Problem. Und zwar das Problem der Zeit. Wir haben nämlich nicht so viel Zeit, um alle Level zu machen. Und ich
Freue mich schon auf das Bowser Castle. Wenn das wieder so abnorm schwer wird, dann ja. Keine Ahnung. Dann gebe ich auf. Nee, alles, was wir heute nicht packen, ist dann für den nächsten kommenden Mario Stream reserviert. Und ja, das ist der grandioseste Sprung ever. Super. Aber hier gibt es einen Checkpoint, von daher ist das gar nicht so schlimm. Ja, der Tanuki war früher einfach schwieriger zum Steuern. Der Waschbär. Damals war es ein Waschbär, kann es sein? Es gab da auch einen Tanuki-Anzug, aber das hier ist Waschbär-Mario, glaube ich. Der Tanuki ist halt ein Ganzkörperanzug. So. Wenn man konzentriert... Nein, das war kein Flugzeug, das war meine super Laune. Das Level ist wieder super, richtig geil, richtig asiatisch. Ah Gott, ich sehe überall Donuts mit Augen. Nom 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 Donuts. So, jetzt aber. Ach, einen guten Sprung. Und hier drauf bleiben. Na, ist gefährlich, wenn das sich so weiter bewegt. So, wir haben es geschafft. Und hier sind wir so ziemlich safe, würde ich sagen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut ist das Ziel. Dann fliegen wir mal los. Und da hebt er ab von der Erde. Nee, das ging anders, ja. Nicht singen, nicht singen. Wie sagen die Leute im Korridor immer? Nicht drängeln, nicht drängeln. Harry Potter. Kommt ja jetzt ein Fanfilm raus, also etwas, ein ja, Film von Fans gedreht. Und der soll halt die Geschichte von Voldemort, wie er halt von Anfang bis Ende, wie man ihn kennt, seine Schulzeit überstanden hat. Und könnte ziemlich interessant sein. Sieht effektmäßig jetzt nicht so aus wie Warner Brothers Pictures, aber ja, come on, das war ja auch zu erwarten. Weil die brauchen natürlich auch noch ein bisschen Geld für Unterstützung, wollen damit aber nichts verdienen, ne? Es ist halt nur, um den Film ein bisschen hochwertiger zu gestalten. Aber man muss sagen, er sieht gar nicht so schlecht aus. Also da gibt es schon Schlimmeres. Also sie haben halt eine Szene gezeigt, in denen sie Quidditch spielen. Und das sah ziemlich beeindruckend aus. Man hat zwar gesehen, ja, Greenscreen, als sie auf dem Besen ritten. Aber es stört nicht. Es stört nicht wirklich. Ja, bin mal gespannt, ob das durchkommt. Also, ob die das schaffen, ihren Betrag, den sie brauchen, kriegen und das Projekt auch wirklich durchziehen. So, was läuft jetzt hier? Da kommt ein Donut. So, ich hab... Ah nein, das ist das Ziel! Ja, das Level gesehen, ne? Ah nein, Checkpoint, okay, ne, dann versuche ich es nochmal. Die Kugelwilli-Stelle ist halt richtig asozial. Ist ja richtig übel. Die ist richtig übel, also... Bin froh, dass der uns jetzt nicht mehr verfolgt. Koopas sind auch störend, also... Die Idee hinter dem Level ist böse. Also, wer ist das? Der Radierer, ne? Ach, der Radierer ist ein Arschloch. Kommt ja auch nur... Ach, er sollte seine eigenen Fehler ausradieren, nicht die der anderen. Nee, weil das ist wirklich krass. Also, die Bumper sind... Ja, nicht auszuhalten. Ah, Gott! Die Stelle ist so böse. Wenn du runterspringen musst, ist es kein Problem, aber wenn du wieder hoch musst... Okay. Zum Glück ging der Shortcut, weil sonst, ja. Wäre jetzt der Part schon vorbei. Aber, weil ich ein guter Mensch bin,
gibt's jetzt noch einen Anschluss. Big Softy with a Tough Spirit. Nein. Nein, nein, nein. Geben wir keinen Stern. Das kriegt jedes Asia-Kind hin. Und natürlich holt auch nur ein Japaner den Weltrekord bei dem Level. Wie sieht's? Ja. Ich weiß nicht, Schule abgebrochen, keine Arbeit. Keine Ahnung, auf der Straße nur noch eine Wii U. Dann vollbringt man sowas. Let it snow, okay, ein bisschen spät. Also, Weihnachten steht ja schon wieder vor der Tür, anstelle hinter der Tür, ne? Oder beides. Jedenfalls, wir haben kein Weihnachten mehr. Oh, geht's hier hoch? Nee, doch. Nee. Oh, ein Geschenk. Wie schön. Und ein Weihnachtsbaum. Ah, ein richtig schönes Level. Und dann stirbt er. Kann er gerade einen Pilz aus dem Magikoopa? Ich glaube schon. Oder von... Gott, das gibt's doch nicht. Kommt da ein Pilz? Nee, das ist kein Pilz, das ist rote Magie. Böse Magie. So, jetzt aber. Ah, hier müssen wir klettern. Oh, das ist auch cool designt. Hat halt diese Wolken. Ah, es schneit. Ah ja, den Effekt kannte ich schon. Den habe ich mal bei... Ich glaube, wir haben den sogar zusammen mal gesehen. In einem Gameboy-Level, glaube ich, war das. Da kam das vor. Und es war schon ziemlich beeindruckend und cool. Der Effekt ist nicht sehr schwer. Also man nimmt sich halt eine Schiene und platziert da Wolken drauf. Und die Schienen sind halt lose. Das heißt, die Wolke erreicht dann ihr Ende und dann fallen sie halt einfach runter. Durch alles. Und hier ist schon das Ziel. Nur ist es ein bisschen schwer zu erreichen. Hat aber geklappt. Nur wie hat man das denn hinbekommen? Wie kann man denn das Ziel? Da wurde aber ein bisschen gemogelt. Kann das sein? Also, soweit ich weiß, konnte man das Ziel nicht so aufbauen, wie die das gerade gemacht haben. Ah, glaube ich, war ein bisschen Mogelei im Spiel. Mogelhieb. Ah, war ein bisschen... Ja, wurde ein bisschen gecheatet. Und da haben wir wieder das Assi-Kind. Wie heißt du? Mofu Mofu. Mofu Mofu. Mofu Mofu Mofu. Mofu Mofu. Watashi wa mofu mofu. Ohayou-kosama, watashi wa mofu mofu desu. Watashi wa kawaii desu yo. Nope. Ah, yeah. Das war Japanisch. Für Anfänger. Für die, die einmal... einmal... im Kurs waren und dann nie wieder zurückgekehrt sind. Nee, Spaß, ich war, sagen wir, öfters als einmal im Kurs. Aber nicht so viel mitgenommen. Was ist das denn schon wieder für eine Idee? Oh, Schlüssel. Gab's eine Schlüsseltür? Ja, gab's. Okay. Wo kam denn die andere Flamme her? Aha, von dort. Also das gleiche nochmal. Oder mit anderen Spielregeln. Ne, gleicher Parcours. Ja gut, variiert ein bisschen, aber geile Idee. Also das ist ja auch wieder ein neues Level, weil Schlüssel gab es ja vorher noch nicht. Die Blume nehme ich mir mal mit. Kann damit aber wieder nichts anfangen. Doch, jetzt müssen wir ihn besiegen. Okay. Ja gut, wir sind ziemlich safe. Also... Dann schmeißt er uns runter. Hast du sie noch alle? Was passiert denn, wenn der runterfliegt? Nee, im Ernst, was passiert dann?
Dann kommt man ja theoretisch nicht mehr an ihn ran, oder? Oder? Ah, da ist noch eine Blume. Ach, du nervst. So, und jetzt stirb. Ah, Bowser steckt so viel ein in diesem Spiel, das ist so grausam. Ja, aber er ist down. Aber er ist down. Und zerschlüsselt er. Und Freunde, das war das letzte Level. Mal schauen, was jetzt noch so kommt hier. Noch ein Bowser, ein großer Bowser. Oh Gott, nein. Ein richtiger Bossfight. Ja gut, dann ist das ja wunderbares Finale für diesen Part. Und ich treffe den einfach gar nicht, ne? So, ich mach mir hier mal das Spielfeld frei, weil so geht es ja nicht. So, jetzt komm mal her, du. So, getroffen. Wundervoll. Und nochmal getroffen. Oh ja, jetzt Rape. Und nochmal Rape, komm. Ach, fick dich. Entschuldigung. Kleiner Ausraster. Ja, könnte die Blume vielleicht mal runterkommen? Das wäre vielleicht ein bisschen sozial. So, warum nicht direkt? No, kann ich wirklich... Ah, ich kann Dreierdinger mit der Feuerblume schießen. Okay, dann bin ich ein bisschen OP. Das ist ja gut. Dann klappt es diesmal. Können wir Bowser dreimal so viel Schaden zufügen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir keine Dummheiten machen. So, unser allgeliebter König. Oh Gott. Da ist er. Oh Gott. Ah. Die Arena ist grausam. Schrecklich. Ach Mann. Wird Bowser dieses Finale gewinnen? Wird er diesmal davonkommen? Es scheint fast so. Nein, geh weg. Stirb. Ach, du bist doof. Du bist doof. Autsch. Ach Mensch. Wenn die Käfer nicht wären, wäre es vielleicht chilliger. Ja gut, Freunde, ich verabschiede mich schon mal, ob wir ihn besiegen oder nicht. Oder auch nicht. Das war's für heute von Super Mario. Bowser ist der Key, okay. Das war's heute von Super Mario Maker. Schaut euch das nächste Mal wieder ein, wenn wir dann diese Geburt der Hölle endlich zur Strecke bringen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und bis zum nächsten Mal.